Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf Kurs. Neben uns Matthias Holst. Matthias, als du das letzte Mal bei Auf Kurs warst, da hast du eine Haarpracht im Gesicht gehabt. Da warst du noch verletzt, da bist du auf der Harley gefahren. Hat sich einiges getan seitdem. Wie ist es denn wieder auf dem Acker zu stehen seitdem? Ja, ich freue mich erstmal toi toi toi, dass das Knie bis dato gehalten hat und auch keine Beschwerden macht. Und ja, ich bin froh, dass ich wieder auf dem Fußballplatz stehe. Es macht mir Spaß und das war ja das Ziel von Anfang an. Als wir dich damals besucht haben, war einer deiner Lazarett-Kompanen, der Stefan Gusche, der hat sich leider wieder verletzt. Wie ist das, wenn sich auch dieser Dauerpatienten verletzt? Spielt er bei dir auch was im Kopf mit? Also auf mich selbst bezogen nicht, aber es ist natürlich schon bitter, weil man so ein bisschen auch in der Zeit zusammengewachsen ist und gerade als Innenverteidigerpaar sind wir ganz eng beieinander gewesen und ja, es ist schade für den Jungen. Ich weiß, dass er wieder zurückkommen wird. Das ist ein Rückschlag, aber er wird das verkraften und wird wieder zurückkommen und wir versuchen ihm alle beizustehen, dass er so schnell wie möglich wieder bei uns ist. Ist er nicht der einzige Ausfall in der Innenverteidigung? Patrick Wolf ja auch dauerverletzt. Jetzt spielst du mit Sebastian Pelzer zusammen. Eigentlich kein typischer Innenverteidiger, aber wie ist die Zusammenarbeit da mit ihm? Ja, Pelle macht das super da hinten drin. Also bisher in den Spielen, wie er gespielt hat, hat er immer überzeugen können. Gewinnt die meisten seiner Zweikämpfe. Keine gelbe Karte bisher da drin gesehen. Also Pelle ist ein ganz, ganz routinierter Mann da auf der Position und macht das recht ordentlich. Dauerlösung? Das weiß ich nicht. Warum nicht? Am Anfang der Saison kann ich ruhig mal sagen, bescheidene Ergebnisse. Jetzt mehr als ordentliche Ergebnisse. Warum nicht gleich so? Hat sicherlich was mit dem Trainerwechsel auch zu tun. Also, dass wir ein bisschen anders eingestellt worden sind, dass wir ein bisschen an unsere eigenen Stärken jetzt auch glauben. Anderen Fußball spielen. Wir haben Lösungswege, die wir umsetzen können. Und ja, ich denke mal, dieses Zusammenspiel erzielt dann auch die Ergebnisse. Jetzt nimmt trotzdem keiner das Thema Aufstieg so richtig im Mund. Vor der Saison habt ihr das Thema Aufstieg im Mund genommen, dann kamen die schlechten Ergebnisse. Jetzt sind die guten Ergebnisse da. Jetzt will aber vom Aufstieg so richtig keiner zumindest offiziell was sagen. Warum traut die Mannschaft sich nicht ganz offiziell das Ziel Aufstieg weiter in den Mund zu nehmen? Naja, ich glaube, dass am Anfang der Saison nicht aus der Mannschaft kam, dass wir aufsteigen wollen. Also das, jeder hatte sein eigenes Ziel von Anfang an und das verfolgt er auch weiterhin. Aber was der Verein ausgibt, das muss der Verein wissen. Wir sitzen alle in einem Boot, sind dafür verantwortlich, was am Ende dabei rumkommt. Wir gucken von Spiel zu Spiel. Das ist unsere Denkweise und das wollen wir auch weiter verfahren. Wer sind für dich die härtesten Konkurrenten um den Mitaufstieg, wenn man Hansa Rostock da oben eigentlich aussieht? Naja, dass Osnabrück und Preußen Münster da oben drin stehen, ist meiner Meinung nach erstaunlich, das hätte ich vor der Saison nicht gedacht. Ich hätte eher gedacht, dass Aachen und Karlsruhe oben mit dabei sind. Aber die Karlsruher haben natürlich jetzt auch ein bisschen Luft geschnuppert und kommen sich langsam. Es wird am Wochenende ein ganz interessantes Spiel werden. Auf Dauer gesehen denke ich mal, dass Karlsruhe und Osnabrück vielleicht, wenn sie die Konstanz halten können, ganz oben mit dabei sein werden. Wir sprechen gleich weiter. Vorher gibt es einen Jugendbeitrag zu sehen. Und zwar haben wir den Max Christiansen besucht, der war gerade beim DFB. Und dann geht es hier mit Matthias Holst weiter. ,87 Meter groß, gerade einmal 16 Jahre alt und seit 2011 bei den Hanseaten. Max Christiansen, das ist ein Name, den sich die Fans der Kogge auf jeden Fall merken sollten. Der junge Mann, der im Internat der Nachwuchsakademie zusammen mit Namensvetter Max Kretschmer in einem Zimmer wohnt, macht sich derzeit aber nicht nur in Rostock fußballerisch einen Namen. So war der defensive Mittelfeldspieler gerade im Aufgebot der U17-Nationalmannschaft für die Qualifikation zur Europameisterschaft. Ja, mein erstes Länderspiel war natürlich richtig klasse, da reinzukommen. Ja, war sehr aufgeregt und die letzten beiden Länderspiele gegen Tschechien waren auch ganz gut eigentlich. Bei Hansa selbst spielt Max bereits jetzt schon in der A-Jugend, obwohl er eigentlich noch für die B-Jugend spielberechtigt wäre. Probleme, sich hier in der Bundesliga durchzusetzen, hat er anscheinend keine. Und auch ihm selbst scheint der Altersunterschied nichts auszumachen. Nö, ich denke, dass es alles insgesamt besser ist, dass ich mich da besser weiterentwickeln kann als in der B-Jugend. Und ja, dass die Älteren mir halt helfen, wie ich mich zu verhalten habe und alles. Das Licht der Welt erblickte Max übrigens in Flensburg. Und für die Flensburger ist er dann auch einige Zeit auf Punktejagd gegangen, bevor es ihn zu Holstein Kiel zog und von dort aus weiter die Ostsee entlang nach Rostock. Bei Holstein Kiel war es nicht mehr so, lief nicht mehr so. Und dann kam Rostock, ich habe Probetraining gemacht.
Das hat mir gut gefallen und jetzt bin ich glücklicherweise hier. Bisher kam Max in dieser Saison zu insgesamt 10 Einsätzen. Dreimal konnte er sich dabei in die Torschützenliste eintragen. Beachtlich, wenn man bedenkt, dass er auf der Sechserposition und zuletzt als Innenverteidiger zum Einsatz kam, also eigentlich eher mit Defensivaufgaben beschäftigt ist. Aber wie halt schon am Anfang erwähnt, diesen Max Christiansen sollten die Fans unbedingt im Auge behalten. Für anspruchsvolle Leistungen bedarf es optimaler Bedingungen. Und genau das ist unsere Philosophie, um ambitionierte Ziele ins Auge zu fassen. Und um diese zu erreichen, kommt es stets auf das Detail an. Palmberg, ich freue mich aufs Büro. Rostock geht ab. Die ganze Stadt in einer App. Jetzt Rostock mobil erleben und entdecken. Zahlreiche Angebote aus Gastro, Hotels, Shopping, Kultur, Events, Specials und vieles mehr. Die wichtigsten Termine und Veranstaltungen. Aktuelle Tagestipps. Stadtrundgänge und Erlebnistouren. Benutzereigene Favoritenliste und. Jetzt gratis downloaden im iTunes App Store. Wir zurück bei Auf Kurs mit Matthias Holst. Bei Hansa Rostock stehen Aufsichtsratwahlen an. Ein bisschen Unruhe ist im Verein generell gewesen. Bekommt die Mannschaft sowas mit? Nein, wir haben einen Fokus. Das hat uns der Trainer auch an die Hand gelegt. Wir sollen uns auf das konzentrieren, was auf dem Fußballplatz passiert. Und das ist wichtig genug für uns, Woche für Woche darauf hinzuarbeiten, dass wir sportlichen Erfolg haben. Und ich denke mal, damit können wir dem Verein am meisten helfen. Trotzdem sind ja so eine Wahl nicht was ganz Unwichtiges, gerade als Angestellter. Beschäftigt man sich trotzdem auch mit den Personen, die dort zur Wahl stehen? Ja, das, was man mitkriegt, ist meistens aus der Zeitung auch. Man liest die Artikel durch und versucht sich zu informieren, wo man kann. Aber dass man sich jetzt speziell weiter dahinter klemmt, ist erstmal nicht in erster Linie unser Job, sondern wir müssen auf dem Platz funktionieren und daran arbeiten wir hauptsächlich. Auf dem Platz müsst ihr auch im Landespokal funktionieren. Ist das eher eine lästige Pflichtaufgabe oder doch schon ein Pokal, den ihr mit dem nötigen Ernst an der Sache geht? Ja, absolut, weil wir das große Ziel haben, dass wir wieder DFB-Pokal spielen wollen. Und da müssen wir jedes Spiel ernst angehen. Und dass wir jetzt in Gneuen auftreten, müssen wir auftreten wie in einem Punktspiel. Wir wollen unbedingt gewinnen und weiterkommen, dass wir im nächsten Jahr hier den DFB-Pokal wieder spielen können. Wie motiviert man sich, in eine 3.000-Einwohner-Stadt zu fahren, wenn man normalerweise ganz andere Gegner gewohnt ist? Es gibt ja auch bei uns in der Liga Mannschaften, wo nicht mehr als 3.000 Zuschauer kommen zum Spiel. Also das ist jetzt die Zuschauer sind keine Motivation, sage ich mal, in diesem Fall. Also wenn man zu Hause vor voller Kulisse spielt, ist es was völlig anderes. Das ist ganz klar, da kann man sich dadurch extra motivieren nochmal. Aber die Motivation, die Eigenmotivation, die man mitbringen muss, ein Spiel zu gewinnen, die muss jeder Spieler für sich selbst haben. Ansonsten ist er in unserem Beruf auch fehl am Platz. Dir ist hoffentlich klar, dass ich aktives Mitglied bei G9 bin. Ich drohe dir auch ganz offiziell damit, dass ich vielleicht auch auflaufen werde. Macht es das für dich interessanter? Hast du Schienbeinschoner dabei? Definitiv. Ja, dann kann dir nicht viel passieren. Und ich freue mich, wenn wir uns sehen würden. Schauen wir mal, werden wir zwischendurch ein kleines Pläuschen halten können. Kennst du die Stadt G9? Die Stadt G9 an sich nicht. Ich kenne den Angelteich dort. Ich bin ein, zweimal zum Forellenfischen da gewesen. Ansonsten eher weniger. Ich habe mich jetzt natürlich gefreut, dass wir in G9 spielen, dass ich vielleicht ein bisschen mehr sehe, auch den Fußballplatz mal dort. Schauen wir mal. Da kannst du mir ja mehr darüber berichten, oder? Dann machen wir einen kleinen Stadtrundgang danach noch, ne, nachdem wir euch da mal Platz gefegt haben. Aber zum Abschluss, macht den Zuschauern noch bitte noch Mut fürs Wochenende. Hoffentlich einen erfolgreichen Dreier. Ja, darf ich die Kamera nutzen? Natürlich. Also, ich bitte euch alle, kommt ins Stadion, unterstützt uns. Das ist ein sehr wichtiges Spiel für uns gegen Karlsruhe, die, ich sag mal, unmittelbarer Tabellennachbar sind und ein großer Konkurrent. Wir brauchen euch alle. Wir möchten gerne das Stadion mal wieder voll haben und dass wir in Zukunft, hauptsächlich 3 Punkte einfahren können, liegt auch mit an euch.
Dann folgt bitte den Aufruf von Matthias Holst und zum Ende gibt es wie gewohnt noch ein paar Karten zu gewinnen und ich sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Am Samstag erwartet die Kogge einen direkten Tabellennachbarn. Mit dem Karlsruher SC kommt also ein potenzieller Mitbewerber um den Aufstieg in die DKB-Arena. Und um nach der Auswärtsniederlage gegen Offenbach nun den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren, wäre ein Dreier für die Mannen um Marc Fascher fast schon Pflicht. Und für alle, die am Samstag nicht live im Stadion dabei sein können, dem sei das Hansa-Fanradio ans Herz gelegt. Und für das nächste Heimspiel gegen Unterhaching verlosen wir wieder 5x2 Eintrittskarten. Schreiben Sie hierfür eine E-Mail an gewinnspiel@juni-media.com.